Hallo und herzlich willkommen zu DLC Quest Live Freemium or Die. Ein neues Böses steigt empor. Das epische Finale einer Duologie. Also keiner Trilogie, sondern nur zwei Teilen. Sekunde. Ich hatte einen Nieser. Und na, Showtimer? Nö. Jetzt haben wir auch meine Timer aus. Willkommen zu DLC Quest. Freemium or Die. Danke, dass du das Spiel des Jahres Mission gekauft hast. Na, also, du hast folgende Sachen schon. Erfrüht den Zugang. Du kannst schon springen und dich bewegen. Musik, Animation und pausieren. Viel Spaß, wenn das nicht großartig ist. Wir können quasi schon fast alles. So, jetzt können wir wirklich fast alles. Mister! Mister! Du musst uns helfen! Was ist das Problem? Was ist die Not? Ich meine, was ist das Problem? Etwas hat das Dorf angegriffen in der Nacht. Los, folge mir! Lass uns erledigen. Warte, langsam. Nein! Wie viele müssen noch sterben, um die Spielmechanik beizubringen? Anscheinend viele. Sprich, Stacheln tun weh. Sprich, ich werde nicht reinhüpfen. Klingt nach einem verdammt guten Plan. Oh. Partikelpaket. Das hat jetzt dreimal schnell hintereinander. Partikelpaket. So. Hier liegt der Schäfer. 1942 bis 2013. Hüter der Schafe. Verteidiger des Pflocks. Der Erste, der verschwunden ist. Muss ganz herzlich beschließen. Ja, das Willy Villager John. Wurde von einer Kreatur getötet. Ernsthaft? Er hat nicht aufgepasst. Und hier liegt Villager Ryan. Ich hat auch die Kreaturen gekämpft und ist am blöden Schaden gestorben. Also Unnecessary Crit zum Beispiel. Naja, du kriegst, ne? Du weißt, was los ist. Ganz viele Leute wurden umgebracht. Oh, das Spiel muss kurz laden, Verzeihung. Jetzt nicht mehr. Day One Patch Pack, yay. Checkpoint Pack. Hopp. Hallo? Hi, ich bin der Geschichtsmann der Stadt. I take the census. Ich habe keine Ahnung, was ein Census sein soll. Aber das ist schon ein bisschen leichter mit den ganz mysteriösen Morden. Naja, nicht so eins nehmen. Ich wusste eigentlich schon, dass 75% dieser Leute hier von den USA stammen. Und, nee, nicht in den USA, United Kingdom, England. Und 75% oder mehr von diesem Spiel findet dort auch statt. Das ist ein wirklich merkwürdiges Ding, was du da gerade mir erzählst. Auch hast du wirklich den Steuern? Du sagst nichts Neues, okay. Cliff hieß übrigens. Mein Englisch ist heute irgendwie eingerostet. Finde ich blöd, aber naja. Kommt manchmal vor, an manchen Tagen. Na. Es ist gefährlich, alleine zu gehen. Nimm dies. Nimm was. Du hast mir nichts gegeben. Och, ich hab nur einen Witz erzählt. Ich bin Lamp, der Traumkomedian. Das war kein Witz. Das Zeug wieder erzählt, was du schon mal gehört hast, und das ist Witze genannt. Naja, schon jedes dritte Mal funktioniert. Du, Barrow! Redest du mit mir? Ja, natürlich! Alle deine Lacher gehören zu mir! Ich wette, die halben Leute, die dieses Spiel spielen, sind zu jung für diesen. All your base are belong to us.
Hi. Ich bin der Geschichte, darf ich? Gut. Ich suche nach jemandem, der in Führung ist. Oh, ich führe das Dorf nicht. Aber du bist der Älteste des Dorfes. Oh, das funktioniert immer so. Unglaublich genial. Die lassen mich nicht mal meine eigenen Schuhe zu schnüren. Wie komm ich hierher? Okay, das ist genug. Ich geh jetzt. Du siehst wichtig aus. Ich bin der Mann mittleren Alters dieses Dorfes. Ich habe Erfahrung und ich bin immer noch, ne? Ich bin ganz toll. Ich bin derjenige, der hier die Führung macht. Das macht Sinn. Lass uns sagen, was passiert ist. Ich habe gehört, das Dorf ist in Gefahr. Ja, nun, nein. Ich meine, ja, das Dorf ist in Gefahr, aber nein, ich kann es dir nicht sagen. Warum nicht? Ich möchte, dass du etwas findest für mich, bevor ich dir sagen kann. Was? Mein Dorf ist in Gefahr. Warum schiebst du es hinaus? Ich kann es dir wortwörtlich nicht sagen. Ich kann im wahrsten Sinne des Wortes nicht sagen, wie wichtig dieses Paket ist. Ich finde es im Osten in einer Höhle. Okay. Hi, Spieler. Möchtest du den Tag retten? Naja, du weißt ja, wie es funktioniert. Kauf etwas DLC. Sterben kann eine schmerzhafte Erfahrung sein. Und lass das Backtracking nicht nicht schlimmer machen. Kauf heute deine Checkpoint heute. Verbessere die Ladezeiten mit etwas Optimierung. Naja. Wir haben nicht gedacht, dass er wichtig genug, um es in das Spiel zu packen. Ja, also, Gott sei Dank aus der Internetverbindung. Wir haben die Partikel rausgenommen. Aber Partikel macht doch alles viel schöner. Also kauft es und hab ganz viele Partikel. Schon Partikel. Soll ich auch Checkpoints? Ist einfach ein Haken. Toll. Ich habe jetzt mal einen Doppelsprung. Hi. Wie alt, dass du vorhin mit mir gegangen bist. Edgardo heißt übrigens. Ich mach nur meinen Job. Das stand wahrscheinlich vorhin irgendwo hier oder so. Ich weiß nicht, bin ich nach rechts gelogen. Ich hab dir angewundert, wenn ich Leute im Dorf sehe, erstmal mit denen zu reden. Das unglaublich wichtige Paket. Und ich habe mir fast schon wieder angefangen, angewöhnte Musik nur zu hören, aber das war knapp. Ich hab's geschafft. Das war wirklich knapp. Hast du noch was zu sagen? Was ist dein Name? Lampe überhaupt? Meine Freunde haben mir diesen Spitznamen gegeben. Ich liebe Lampen. Das hat nichts so wirklich mit Lampshading zu tun. Du weißt nicht, was du sagst. Gott, ich weiß gerade selbst nicht auswendig, was Lampshading ist. Ich weiß es prinzipiell, aber nicht so genau. Du hast mein wichtiges Paket gefunden? Naja, du musst es vom Shopkeeper kaufen. Das ist ein DLC und nicht ein anderes Paket. Das unglaublich wichtige Paket, das unglaublich wichtige, ist unglaubliche Wichtigkeit des Pakets kann nicht eben, weil ich überhaupt nicht beschreibt werden, das Paket überhaupt gekauft zu haben. Jetzt sind wir mal gespannt, was da drin ist. Wahrscheinlich eine Zahnbürste, ich kann nicht wieder reden, wo ich mir die Zähne geputzt habe, weil ich am Mund gerochen. Das war ein Spaß. Ich könnte wetten. Ah, viel besser. Nun kann ich dich über die unglaubliche Gefahr warnen. Warte. War das denn? Warum hast du überhaupt dieses wichtige Paket gebraucht? Naja, um den farbigen Text wegen. Wie kann ich sonst etwas so Wichtiges erklären, ohne die richtigen Farben? Los, mach ihn da. Das ist eine gefährliche Kreatur, die im Osten unseres Dorfes lebt. Das hat viele unserer Bewohner mitgenommen. Das
erklärt praktischerweise, warum wir so wenige sind. Ich weiß aber nicht, wie man die Klippen im Osten hochgeht. Muss einen Weg finden. Dieses Schwert. Es wird dir erlauben, die Ranken zu zerschneiden, ne? Die Höhle gehen. Vielleicht kannst du auch etwas Hinweise da unten finden. Ich habe nur gesagt, geguckt, es gibt ein Achievement, wenn man alle Leute tötet. Also alles, was lebt. Im ersten DLC-Quest-Kapitel. Oh, die Cave-Zone. Also nichts kommt die Green Hill-Zone. Okay, das haben wir gleich. Das Wall-Jump-Pack. Hi, Spieler! 35 Münzen. Na toll. Ah, ich kann aber ganz kurz den Takt schlagen. Das fand ich toll. Springe gegen die Wand und dann springen. Und dann, ne? Mach nochmal. Wenn das DLC the First, also hier wird uns kurz erklärt, der Wandsprung, ne? Ist klar. Hüpf gegen die Wand und dann hüpf nochmal, um in der Wand zu springen. Das war nicht mal Absicht, dass ich jetzt gerade eben nicht gestorben bin. Aber ich werde sowieso nochmal in die Stacheln hüpfen irgendwann. Jetzt zum Beispiel! Gott, das bin ich einfach nur so müde. Au. Ich bin noch hellwach, als ich aufgenommen habe. Als ich angefangen habe aufzunehmen oder mir gedacht habe, jetzt nehme ich auf, da war ich noch hellwach. Jetzt aber muss ich gehen, ich depp. Ziemlich unangenehm. So. Jetzt in Ruhe und mit Präzision. Ich krieg das noch hin. Mit Doppelsprung wäre es halt einfacher, wenn man, naja. Den habe ich noch gar nicht. Ich wollte nicht auf deine Tricks reinspielen. Oder zumindest nicht auf alle. Oh, eine Lebensanzeige. Dum, 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 dum. Yay. Da bräuchte ich jetzt den Doppelsprung. Den habe ich ja, nicht den Doppelsprung, den Wandsprung. Habe ich aber noch nicht. Parallax-Pack. Okay. Hintergründe. Sieht man stark nach Hintergründen aus. Oh, guck mal, wie praktischerweise komme ich da wieder raus. Als wäre es geplant gewesen. Das Wall Jump Park. Das Park. Okay, ne, das ist großartig. Das kann man nicht übersetzen auf the wall. Marktforschung sagt, dass dieser Witz im Grunde 5- bis 9-Jährige sehr amüsiert. Lebensleiste. Jeder Held braucht gute Anzahl von AP. Ist keine User Interface. Tut auch nicht sonderlich weh. Parallax Park. Oh, großartige Grafiken, Fans werden aufschreien vor Freude. Parallax-Scrolling bewegt den Hintergrund, ne, für so ein bisschen Tiefeneffekte. Das ist ein kleiner Effekt, aber das ist toll. Ne, wie ihr seht, die Berge bewegen sich jetzt in die andere Richtung. Ne, jetzt bewegen sich nach rechts, jetzt nach links, ein bisschen Hintergrund. Fällt relativ wenig auf, muss ich sagen. Ja, der Walljump funktioniert auch schon. Geh weg, Gefahr! Spieler! Schäfer? Das Schafhirte?
Ich habe die Kreatur. Ich hatte die Kreatur nicht gehabt, aber ich dachte, du wärst tot. Oh nein, 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 nein. Im Grunde ist genau im Gegenteil. Warte. Du steckst hinter all dem? Vor langer, langer Zeit. Vielleicht im anderen Spiel hast du meine Schafe getötet. Ich habe kein einziges deiner Schafe getötet. Ich habe dich gefragt, es nicht zu tun. Ich habe sogar ein Schild hingestellt. Und nun, du, jeder andere will den Preis bezahlen. Nun fürchte dich und sterbe. Zombie-Schafe. Ja, die Hufen von Zombie-Schafen, naja. Und wenn du das Schaf tötest, kommen sie einfach wieder zurück. Sind Zombies nicht großartig? Ja, genug für die Smalltalks, ne? Stirb! Spieler. Stirb! Stirb! Das hatte keinen Sinn. Sie sind zu... Ja, too strong. Wir haben das Pflanzen gegen Zombie-Paket erhalten. Das heißt... Vielleicht sind wir mal too strong. Wer weiß es. Und wer wird's wissen? Hier in der nächsten Folge. Und ich will nicht diese aufnehmen. Denn das war's für dieses Mal mit DLC Quest. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.